meine letzten Videos, die haben ein paar Aufreger hinterlassen. So ist es. Die Leute sagen, der Schweighofer macht ja gar nichts mehr mit Photoshop. Der macht gar nichts mehr mit Fotografie. Der hat ja nur noch seinen 3D-Drucker im Sinn. Ja, habe ich. Aber ihr denkt einfach zu klein, Leute. Ich denke aufs Große raus. Genau. Denn das, was ich drucke, wird irgendwann mal ein Set. Und das Set wird irgendwann mal fotografiert und dann wird es irgendwann mal bearbeitet. Und deswegen habe ich beschlossen, ich nehme euch, eigentlich nicht geplant, aber heute mit auf einen ersten Teil des Setbaus, denn mein neuer Helm, den ich hier oben irgendwo verlinkt habe, also dieses Video dazu, ist nicht nur ein Aquarium. Das Aquarium kann jederzeit rausgemacht werden und ich kann damit ein cooles Fotoshooting machen. Und da ich jetzt endlich eine passende Idee dazu habe, ich aber noch sehr viel bauen muss, habe ich beschlossen, ich nehme euch einfach mal mit, zeige ein paar Videos jetzt Kulissenbau. Dann könnt ihr Schritt für Schritt das Ganze mitverfolgen und am Schluss haben wir dann hoffentlich ein fertiges Shooting und ein fertig retuschiertes Bild, das bestimmt cool aussieht. Was machen wir heute? Wir machen heute passend zum Taucherhelm, der ja so um die 1900, 1910 entstanden ist, machen wir eine Mine. Natürlich, wir machen eine Unterwassermine. Wir machen heute eine Submarine Mine. Eine Mine, die einfach so U-Boote kaputt machen kann. Und das geht ganz einfach, zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Deswegen Intro ab und ich würde mal sagen, lass uns mal ein bisschen Kulissen bauen. Viel Spaß dabei. Ich war ziemlich glücklich, dass ich in meinem Studio noch diese Styroporkugeln fand. Das sind zwei Halbschalen, die man auf Amazon für wenig Geld oder auch im Bastelladen für wenig Geld bekommt. Und das ist genau die passende Größe für meine Mine. Das sind nämlich eigentlich so runde Teile, die irgendwelche Stacheln wegkamen. Und ich glaube, dass das jetzt nicht nur wenig kostet, sondern auch ziemlich einfach zu bauen ist. Denn ich habe mir PVC-Rohr, das ist dieses Elektrorohr, hier einfach mal mit meiner Bandsäge passend abgeschnitten in 9,2 cm Länge. Denn da kommen jetzt überall diese Teile drauf und irgendwie soll es dann aussehen wie so ein Stachelteil. Dann müssen wir hier noch irgendwo eine runde Nietengeschichte rummachen, alles cool lagieren an eine Kette. Und dann kann das neben meinem Helden, den ich dann fotografiere, im Raum schweben. Oder so aussehen zumindest, als wäre es unter Wasser. Das wäre der Plan. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Und ich würde mal sagen, ich mache mal ein bisschen Musik. Erklären muss ich da nicht viel. Und wir versuchen jetzt einfach mal eine coole Mine zu machen. Oder ist es eine Bombe? Nein, ich glaube, es ist eine Mine. Submarine Mine. Klingt wie eine Bombe. Ihr könnt natürlich auch Styroporkleber verwenden, aber ich habe keinen. Heißklebepistole geht. Es muss nur sehr darauf geachtet werden, dass das Styropor ja schmilzt, wenn man mit der Heißklebepistole rangeht. Und man unter Umständen länger warten muss, bis das Ganze wieder trocken ist. Also jetzt, die muss noch 10 Minuten trocknen, aber es kommt hier so oder so noch ein Band rundum. Und ich möchte hier dieses Band nehmen, das habe ich auch aus dem Baumarkt. Keine Ahnung, was das Zeug kostet und für was es eigentlich gebraucht wird, aber ich schätze mal, es ist zum Abisolieren von irgendwelchen Rohren. Kostet ein Apfel und ein Ei, habe ich bei mir zu Hause rumliegen. Moosgummi würde natürlich hier auch ganz gut funktionieren. Und das wird jetzt aber mit doppelseitigem Klebeband drauf gemacht, weil ich das jetzt einfach mit doppelseitigem Klebeband mache. Nein! Bedenkt immer, das ist etwas, das baut ihr jetzt nicht für die Ewigkeit. Es sei denn, ihr wohnt an der Ostsee und wollt unbedingt ein bisschen ungestörter schwimmen und nicht so viele U-Boote sehen, dann müsst ihr das natürlich selbst und echt bauen. Aber das muss bei mir vielleicht 3-4 Tage jetzt im Studio überleben und zum Tag des Fotoshootings noch gut aussehen, dann ist alles cool.
Und genau auf das hin baue ich es auch. Es ist eine Deko, es ist eine Kulisse, die auf mehrere Meter Entfernung echt aussieht, cool aussieht und sowieso im Photoshop bestimmt noch ein, zwei kleine Easter Eggs noch drauf bekommt, damit das Ganze dann auch wirklich real wirkt. Aber es geht eh keiner davon aus, dass man eine richtige Bombe zu Hause hat, oder? Da überlege ich mir jetzt gerade noch, wie ich dieses Video nenne. Bomben bauen leicht gemacht? Nee. Na gut, eigentlich ist es egal. Ich glaube, ich darf sowieso nicht mehr bei den Amis rein, weil ich ja schon ein, zwei Videos so benannt habe und ich glaube, wir machen da einfach einen coolen Titel draus. So, jetzt wird das noch aufgeklebt und dann kommt es auch schon Richtung Zusammenbau und Lackieren. Und dann ist das Ding hoffentlich schon fast fertig. Nee, Kette haben wir noch. Kette. Ja, Kette ist noch so ein Ding. Mal schauen. Ich möchte keine schwere nehmen, ich möchte eine leichte nehmen. Irgendwie, am besten wäre so eine rot-weiß-rote Absperrkette, die man einfach schwarz lackiert. Die wäre leicht. Ja, mal schauen, ob ich noch im Baumarkt meines Vertrauens muss. Oh, das hält perfekt. Gut. Jetzt gilt es nur, den Anfang noch mal zu treffen. Ja. Jawohl, das merkt kein Mensch. Sieht aus wie so ein Pokémon-Ball, nur andersrum. So. Ihr habt diese Augen gesehen, mit denen ich gerne arbeite. Diese coolen Augen. Die würden sich jetzt natürlich hier mit Nieten oder so wie Nieten auch ganz gut hermachen, noch eine Runde rundherum. Das einzige Problem ist, die Teile sind furchtbar hässlich zum Abziehen. Und mal schauen, ob ich noch überhaupt genug Runde habe. Gut, vielleicht muss da überall noch eine Runde Heißkleber rundherum, damit die cool drauf sind, aber bei sowas müsste immer nach der Form gehen, niemals nach der Optik. Die Optik, die entscheidet dann sowieso die Farbe, die ihr drauf habt. Und wenn hier überall euch Augen entgegenkullern, dann ist das jetzt halt einfach mal so. So, jetzt müssen die Teile hier irgendwie festgemacht werden. Und ich habe da selbst noch keinen Plan, wie ich es mache. Aber ich schätze mal, die werden wir ganz frech hier einfach nur reindrehen. Sieht jetzt schon geil aus. Das sieht gut aus, oder? Ja, jetzt stellt sich die Frage, wie stellt man das hin, ne? Ich kann den in der Zwischenzeit noch rausnehmen. Und ich muss noch welche bauen. Okay, aber hier kommt dann die Kette rein. Das heißt, ich markiere hier jetzt nur mal ganz kurz die Stelle, wo ich die Teile reinhaben möchte. Weil die wurden ursprünglich ja mit Gewichten am Meeresboden festgemacht, dass sie so in der Höhe schweben, wie so ein U-Boot halt schwimmt. Damit ihr auch ein bisschen Geschichte von mir noch hier mitbekommt. Schweighofer Art History Channel. Das ist doch eindeutig eine Unterwasserbombe, oder? Eindeutig. Ich mache jetzt überall noch ein bisschen Klebstoff drauf. Das hat jetzt mehrere Gründe. Erstens, damit sie besser halten. Die sind nämlich aktuell nur in der Styroporkugel irgendwie reingesteckt. Und ich habe danach eine Schweißnaht. Das sieht nämlich am Schluss aus, als hätte man hier eine Runde geschweißt. Ob das jetzt geschichtstechnisch richtig ist, weiß ich nicht. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendwelche Verrückten gab, die die Teile hier reinschweißen mussten, weil da macht es ja bumm. Aber bei meiner Mine gehört sich das so. Vor allem gibt beim Basteln ja immer die oberste Regel, entweder eine ganze Rolle Gaffer-Tape verarbeiten oder mindestens fünf von diesen Teilen. Dann hast du erst ein richtig, dann ist das Projekt erst ernstzunehmend. Mann, das ist eigentlich ein extrem kurzes Video, oder? Aber so ist es halt mal. Das ist relativ schnell gegangen jetzt. Ja, ich habe alles verklebt. Und habe sogar um jedes Auge rum nochmal eine Heißklebespur gelegt. Und jetzt wird das Ganze noch mit Blasti-Dip
mit einem speziellen, flexiblen Lack überzogen. Das machen wir nicht hierin, das machen wir draußen. Und dann kommt noch ein bisschen Weathering drüber und dann ist die Bombe fertig. Kette brauche ich noch, aber die muss ich erst einkaufen und ich glaube, das mache ich erst morgen. Wie gesagt, das könnt ihr euch dann wahrscheinlich selbst vorstellen, wie das funktioniert. Jetzt wird mal lackiert, Gasmaske auf und dann wird sie mal schwarz gemacht. Einfach schwarz. Das Silber kommt dann später drauf. Zwei Farben sind drauf. Einmal Plastik-Dip oder Plasti-Dip heißt das. Ja, das ist das Zeug. Das ist wie gesagt dieser Latex-Lack. Der schließt alle Poren, der macht alles so ein bisschen schön schwarz. Und danach habe ich noch mit einem speziellen Metall... Oh, das ist ein Gunmetal-Gray, sehe ich gerade. Oh, da bin ich noch so ein paar Stellen drüber, weil ich gehe davon aus, dass diese Kugel ins Wasser fällt und da unten anfängt zu oxidieren und alt zu werden und so. Und die wurde ja nie ausgelöst, sonst würde sie ja nicht neben mir hier liegen, sondern überall. Ja, und jetzt kommt noch ein bisschen Weathering drüber, wobei Weathering ist in dem Fall eigentlich Schwachsinn. Ich mache einfach nur ein bisschen Silber und reibe mit meinem äußerst schönen geraden Pinsel hier. Der ist perfekt fürs Weathering. Hier noch ab und zu mal so über ein paar Stellen drüber und lass sie so, als hätten Haifische daran genagt. So, hätte ich mir das vorgestellt, ne? Einfach ein bisschen drüber, das fällt vielleicht bei der Fotografie nicht wirklich auf. Es ist aber da und das macht das Ganze psychologisch gesehen mega wertvoll. An und für sich kann man sagen, das Teil ist sonst fertig. Jetzt könnte man natürlich noch mit zwei Komponenten Rostfarbe drüber gehen. Aber das dauert mir viel zu lange. Da würde ich jetzt vielleicht diese Schweißnähte teilweise anrosten lassen. Umso gefährlicher würde es wirken. Na komm, ich mach's. Scheiß drauf. Weil du diesen Kanal schon öftere Male angesehen hast, diese zwei Farben hier oder diese Komponenten, die habt ihr bestimmt schon gesehen. Ich habe sie natürlich unten wieder verlinkt. Ordentlich aufschütteln. Da sind die Metallspäne drin. Das klingt, als wären da richtige... Als wären da Kugeln drin. Oh, es ist jedes Mal das Gleiche. Das Zeug, das ist halt, das verrostet, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Die Farbe, die hat so viel Metallspäne intus, dass es halt ab und zu mal einen kräftigeren Typen als einen Schweighofer braucht, das Zeug hier aufzumachen. Mensch! Komm mir vor wie eine Hausfrau, die Marmelade nicht aufkriegt. Das kann auch ein Hausmann sein. Ja! Sehr gut. Ja, man schaut mal an. So, das macht jetzt aber keinen Spaß, den Schweighofer dazu zu sehen, denn der schnappt sich auch nur einen alten, okay, nicht so einen alten, einen älteren Pinsel. Oder auch einen neuen, ist doch scheißegal. Und trägt hier ab und zu mal ein bisschen Rostfarbe auf. Ihr müsst euch nur im Klaren sein, wo ihr die aufgetragen habt. Denn der Rost-Ager, das zweite Zeug hier, das wird dann, wenn das trocken ist, hier genau drüber gemacht. Und dann fängt das eben an zu rosten. Und das dauert ungefähr ein paar Stunden. Hängt immer von der Luftfeuchtigkeit im Raum ab, in dem ihr euch gerade befindet. Ja, aber ihr habt mich ja jetzt überzeugt, ne? Es muss jetzt rostig werden. Dann sieht die halt richtig böse aus, weil dann so ein rostiges Teil, das wird, glaube ich, nicht mal der Typ vom Entschärfungsdienst anrühren. Okay, es war eine coole Idee. Ich glaube, das ist passend. Also ich mache jetzt weiter, lasse es dann rosten und das war's dann. Dann haben wir hoffentlich das Zeug fertig. Ah ja, ich habe geguckt wegen meiner Kette. Ich habe leider keine mehr zu Hause. Die muss ich jetzt wirklich die Tage im Baumarkt kaufen und da möchte ich auch keine echte Stahlkette nehmen, sondern einfach eine ganz normale Plastikkette, die man zum Absperren von Parkplätzen und so verwendet. Die sind cool, die eignen sich perfekt für sowas. Auch die wird schwarz angemalt. Die muss auch nicht wirklich jetzt zwingend angeschliffen werden oder so, das ist kein Stress. Und dann kommt auch wahrscheinlich noch ein bisschen Rost drüber, wird unten einfach mit einem Spax hier in die Styroporkugel reingemacht und fertig ist die ganze Geschichte. Also wir machen hier kein großes Zinnober. Es kommen ja in den nächsten Tagen noch weitere Videos zu diesem Projekt
Und da werden dann die großen Sachen gemacht. Ich baue einen Swimmingpool zum Beispiel. Aber das werde ich jetzt nicht verraten. Oder habe ich schon, aber wird's, ja, egal. Da seid ihr auf jeden Fall hoffentlich auch wieder mit dabei. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dürft ihr gerne die Glocke klingeln und dem Schweighofer damit zeigen, dass ihr den cool findet. Oder ihr könnt den Kanal überhaupt abonnieren. Und natürlich habe ich euch eines der letzten Videos, und zwar das Taucherhelm-Video, verlinkt und etwas aus meinem Online-Shop. In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich verbeuge mich mit einem Tauchergruß blub, blub, und sage Schweighofer, ich stehe auf solche Sachen. End out. Macht es gut.